Die Marxloher Moschee nach Sonnenuntergang. Zeit des Fastenbrechens im Ramadan-Monat. Feststimmung im Multikulti-Stadtteil. Jeden Abend kommen hunderte Besucher, um gemeinsam zu essen. Islamische Tradition mitten in Deutschland. Wenn ich so gucke, also mein Mann ist hier gerade von der Arbeit gekommen, mein Schwager, meine Schwägerin, ihr Mann, die Kinder, meine Schwägerin und so weiter und so fort. Also wir sind Marxloher. Wir sind Duisburger und wir sind Marxloher. Wir sind hier zu Hause. Also das Thema Integration ist für mich kein Thema. Ich fühle mich hier heimisch. Und so bleibt manchmal auch die Zeit für einen deutsch-türkischen Schulterschluss. Wir werden die nicht verändern können, sondern die Kultur wird schon so bleiben. Richtig. Vielleicht angepasster, vielleicht etwas in Leiterform. Aber wir wollen da keine super Deutschen draus machen oder wir auf keinen Fall Türken werden. Ne? Nein, das kriegt man noch nicht hin, glaube ich. Das Wochenende beginnt für den 21-jährigen Hassan Freitagabend um 10. Nach der Arbeit im eigenen Schlüsseldienstgeschäft zieht es den jungen Kurden nicht in die Disco, sondern auf den Parkplatz eines Supermarkts. Jetzt geht's mal auf die B8, sind wir ja schon quasi, aber da, wo jedes Wochenende Rennstrecken, wo jedes Wochenende Rennen gefahren wird, stellen sich die ganzen Jungs mit ihren aufgepimpten Wagen ans Kaufland, auf dem Parkplatz vom Kaufland, Burger King, und zeigen, was ihre Karren so drauf haben. Respekt und Anerkennung können sich Hassan und seine Freunde hier auch ohne Schulabschluss verdienen. Was zählt, ist die Größe des Hubraums und der Erfolg beim Rennen. Die Spielregeln dabei sind denkbar einfach. Hier steht eine Ampel, wie Sie sehen gerade, provozieren sich gegenseitig mit Gas geben. Bei Grün geht's los. Das Spektakel an der Bundesstraße 8 zieht jede Woche weit mehr als 100 Schaulustige aus dem ganzen Ruhrgebiet an und folgt stets demselben Ablauf. Die Staatsmacht begnügt sich hier mit einer Statistenrolle. Die gelegentlichen Auftritte der Polizei werden aber vom Publikum stets gebührend honoriert. Was bleibt, ist die Frage nach der Identität. Wenn ich ein Mädchen kennenlerne, dann, wenn die mich fragt, woher ich komme, sage ich nicht aus Marxloh, sage ich einen anderen Stadtteil. Warum? Ja, weil mir das peinlich ist. Also. Was glauben Sie denn, wo Sie in 10 Jahren sind? Ja. Weg von Marxloh. Ja, genau. Weg von Marxloh. Ja, klar, ja. Ich dachte, meine Kinder nicht hier aufwachsen. Auf jeden Fall nicht hier. Ach, damit die genauso hier wie die anderen rumlaufen. Auch mit Drogengeschäft hier zu tun haben. Ja. Weg, also ich würde hier weggehen. Auf jeden Fall. So schnell wie möglich raus aus Marxloh. Für viele junge Männer ein schwieriger Weg. Bestimmt genauso schwierig wie das Ankommen in der neuen Heimat. In Österreich gibt es mehr als 200 islamische Gebetsräume und Moscheen. Das Beten in einer Moschee spielt für Muslime auf der ganzen Welt eine sehr große Rolle. Vor allem im islamischen Fastenmonat Ramadan. Theoman Tiftig ist Journalist und bekennender Moslem. Er nimmt die Gebote des Islam zwar ernst, von einer ernsthaften und regelmäßigen Praxis aber ist er weit entfernt. Mein letzter Besuch in einer Moschee, dass ich auch an einem Freitagsgebet teilgenommen habe, ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Also es war beim letzten Opferfest, war ich mit meinem Vater beim Freitagsgebet, da hat er mich mitgenommen. Ansonsten beten, das mache ich normalerweise zu Hause, weil es einfach zwischen mir und Gott ist. Gebetet wird also nach Lust und Laune und wenn es die Umstände erlauben. Eine ähnliche Einstellung hat der Austro-Türke beim Fasten. Schwangere Frauen oder Frauen, die gerade ihre Regelblutungen haben, oder auch Männer, die hart arbeiten, also auch Männer, Frauen, die hart arbeiten, dürfen, anstatt zu fasten, auch einen Geldbetrag an Arme überweisen oder irgendwie ihnen was zu essen geben. Also das hat aber, es gibt einen bestimmten Wert. Und wenn sie das machen, dann müssen sie nicht fasten. Das strenge Fasten im Ramadan ist eine der 5 Säulen des Islam. Aber weil ja ohnehin jeder irgendwann in den Himmel kommt, nimmt es der 22-Jährige auch damit nicht so genau. Theoman, es ist ja gerade Ramadan, du machst den Kühlschrank auf. Also wie ist das eigentlich so mit dem Fasten tagsüber und in der Zeit des Ramadans? Also normalerweise sollte man nichts essen, aber ich faste heute nicht. Deswegen kann ich auch was essen und auch was trinken. Normalerweise sollte man halt wirklich nichts essen und auch gar nichts trinken. Ja, also ich habe viele Freunde, die ebenfalls nicht fasten, eher aus denselben Gründen wie ich, ja, weil sie eben arbeiten oder eben mitten irgendwo im Leben stehen und in die Schule gehen oder sonst irgendwas. Und andere Freunde wiederum, also sehr religiöse Freunde von mir,
sagen, ja, der Theo ist so. Also sie sehen mich halt als unreligiös oder als wenig wissend, was meine Religion betrifft. Und sie sagen, Theo, du weißt schon, dass du eine Sünde begehst. Was auch stimmt eigentlich. Erziehung und Bildung haben von jeher eine große Bedeutung im Islam. Besonders Wert gelegt haben Theomans Eltern auf die Vermittlung und den Erwerb von Wissen. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, sowohl zu meinem Vater als auch zu meiner Mutter. Sie waren schon streng, immer aber nur, wenn es um Bildung oder um Wissen ging. Also sie haben auch immer gesagt, ich soll nie an etwas einfach so blind glauben. Und wenn mir jemand was erzählt, soll ich immer auch selber Nachforschungen eben machen, ob das jetzt wirklich so stimmt und versuchen, dem nachzugehen. Umso ärgerlicher findet es der Wiener, wenn der wahre Islam falsch dargestellt wird. Pauschale Vorurteile machen ihn wütend. Der Islam wird einfach falsch in den Medien dargestellt. Also einfachstes Beispiel, wenn ein Moslem seine Frau irgendwie schlägt oder umbringt, ja, dann ist das immer ein Ehrenmord. Also man spricht immer von Ehrenmord. Wenn das ein Österreicher macht, ist es immer eine Familientragödie. Also man kann die Sachen so und so auslegen. Für den jungen Moslem ist es also Auslegungssache. Auch oder gerade dann, wenn es um die Religion geht, wie sie im Buche steht. Ja, wenn mich viele meiner österreichischen Freunde fragen mich eben, warum isst du kein Schweinefleisch? Warum haben türkische Frauen immer ein Kopftuch? Und ich habe hier mit meiner Mutter mal gemeinsam die Bibel gelesen. Also ich habe sie nicht durchgelesen, aber ich habe mir viele Passagen angeschaut und die wichtigen Stellen, also um es meinen Freunden zu zeigen, dass eigentlich die Bibel und der Koran sich sehr ähnlich sind in vielen Punkten, habe ich die wichtigen Stellen hier mit Post-its beklebt und auch angestrichen. Und zwar, wie in allen Gemeinden sollen auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten schweigen und dort nicht das Wort ergreifen. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas nicht verstehen, können sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es gehört sich nicht, dass Frauen in der Gemeinde das Wort führen. Und das steht eben in der Bibel. Im Koran gelten Mann und Frau gleich vor Gott. Ausdrücklich empfohlen wird die Ehe. Denn erst dann und nur in der Ehe hat man den Anspruch auf Sex. Sexualität ist auch im Koran vorgeschrieben oder gesagt, dass man das erst nach der Ehe machen darf. Alles, was davor ist, ist natürlich eigentlich nicht erlaubt. Und ich respektiere jeden, der das durchzieht. Ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung ist an der Penisvorhaut beschnitten. Auch viele nicht religiös gebundene Menschen. Der glücklich beschnittene Theoman ist von den hitzigen Debatten rund um die Beschneidung von Babys und Buben genervt. Meine Botschaft ist einfach im Kommentar so, nimmt den Leuten nicht ihre Religion und nimmt den Leuten nicht, also raubt den Leuten nicht ihren Brauch, ja, und lasst, weil es reden so viele Leute mit, die sich eigentlich überhaupt nicht damit auskennen und reden damit und Wohl des Kindes, also das ist für mich alles immer so einfach, das deckt man, für mich ist es eigentlich Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, also Islamfeindlichkeit, was hier getan wird. Und das alles unter dem Deckmantel des Wohl des Kindes. Und ich kann das nicht einsehen, warum das so ist. Und deswegen war mein Kommentar eine sehr, sehr emotionale, weil es mich auch selber betrifft. Es werden nämlich bewusst einfach blutige alte Instrumente gezeigt, die vor 100 Jahren verwendet worden sind. Schreiende Babys oder blutige Skalpellmesser. Das sind halt Bilder, die man natürlich nicht sehen möchte. Und da wird bewusst so ein Eindruck vermittelt, als ob das völlig krank wäre, was da vor sich geht. Und auch so ein Eindruck vermittelt, als ob das ein komplizierter Eingriff wäre. Das dauert aber in Wirklichkeit 10 Minuten und das ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Habe ich ja selber auch erfahren. Ich bin nicht traumatisiert und ich bin auch kein Opfer. Ich sehe mich nicht als Opfer. Meine Eltern sind keine Barbaren. Und ich finde das einfach nicht okay, wenn man eben Leute so anders darstellt. Ja? Man redet wirklich so seit 5, 6 Jahren redet man nur noch über Integration, wie kann man Fremde integrieren, wie kann man die Türken in Österreich hier integrieren. Und dann, wenn es eigentlich soweit ist, ja, stellt man die wieder anders dar, nämlich als Opfer. Und das nervt mich wirklich. Welchen Ursprung das Ritual hat, ist ungeklärt. Etwas klarer ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. 46% der Österreicher sind für ein Beschneidungsverbot. 40% wollen, dass Beschneidungen wie bisher erlaubt bleiben.